Trotz Energiekrise und gestiegener Preise strömen nach 2 Jahren Corona-Pause wieder tausende Menschen am Eröffnungswochenende aufs Oktoberfest. Focus Online hat bei den Wiesnbesuchern nachgefragt, ob sie sich wegen der aktuellen Situation Sorgen machen oder sich sogar einschränken. Ja, betrifft einen schon, aber deswegen will man sich ja trotzdem den Spaß nicht nehmen lassen. Klar müssen wir auch sparen, aber wir wollen uns auch was gönnen, wenn wir 10 bis 12 Stunden am Tag teilweise arbeiten. Ist natürlich aber jetzt nicht nur bei der Wiesn, sondern überall schon erschreckend, wie alles nach oben geht. Und was vorher 2 Euro gekostet hat, kostet plötzlich 5 Euro als Beispiel. Viele Leute gehen das echt nah dran. Also die wissen halt, die haben halt wirklich große Sorgen, kann ich ab und nachvollziehen. Ich habe das Gespräch mit meiner Familie schon, mit Freunden. Ist halt schwierig. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht genau, wie es werden wird. Ich bin so eine Person, ich mache mir nicht zu viele Gedanken. Deswegen warten wir das jetzt erstmal ab. Wir genießen unser Leben. Wir haben das ganze Leben gearbeitet. Wir sind beide eigentlich schon im Ruhestand. Und jetzt genießen wir unser Leben. Und man verzichtet dann mal auf etwas, aber was wir uns vielleicht schon können, das machen. Nee, also ich finde, für so ein Event ist das schon, also da braucht man nicht auf die Bremse zu treten. Also da ist es schon, da lebt man einfach das, wie man es auch vorher getan hat, nur so im Privaten und so ist man dann schon manchmal, dass man ein bisschen schaut. Über die Preise. Können wir so nicht beeinflussen, entweder ich lasse es bleiben und bleibe daheim oder ich nehme es auf und dann muss ich auch die Preise akzeptieren. Wir sparen, ja, aber wir übertreiben nicht. Und zwischen dem muss man sich was gönnen, weil das Leben ist so kurz und so schön. Es ist schade, wenn man nur spart. Also dass ich sage, ich muss jetzt nicht hier grenzenlos den Abend verbringen, sondern dann schauen wir halt, ob man nur 2, 3 Maß trinkt und Edel isst und fertig. Früher hat man vielleicht das bisschen lockerer gesehen, auf alle Fälle. Das vielleicht ist der kleine Unterschied.